Hallo, ich grüße euch. Ich habe gerade die Ansprache der Bundeskanzlerin mitverfolgt. Und wer die ersten drei Teile gesehen hat, weiß ja, dass er uns wieder mal fett angelogen hat. Und ich möchte dazu ein paar Zusatzinformationen geben. Ich hatte ja schon den ersten drei Teilen erklärt, woher das Virus kommt und zu welchen Forschungszwecken das entwickelt worden ist und was letztlich das Ziel ist. Und etwa seit 2013 gibt es bereits Pläne für genau diesen Fall, weil die Entwicklung von den Viren und die Freisetzung, und das ist ja alles geplant. Es ist ja nicht so, dass das Zufälle sind. Dann hat man natürlich auch durchgespielt, was passiert, wenn man das freisetzt und so weiter. Und wie man dann die Panik vermeiden kann und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass einige Einkaufsstellen entsprechend ausgerüstet wurde. Zum Beispiel bei den Kauflands sind die Schranken angebaut worden, es sind spezielle Parktaschen am Eingang geschaffen worden, um eben genau für diesen Fall dort Wachpersonal das Auto hinstellen zu können, diese Schranke bedient und sozusagen das auch abzusperren. Denn die Pläne, die die Landratsämter gemacht haben, sahen vor, dass die öffentliche Verwaltung, Bürgermeister und die ganzen Angestellten für ein halbes Jahr versorgt werden können und keine Versorgung der Bevölkerung vorgesehen war in den Plänen von 2013. Und daran hat sich auch bis heute nichts geändert, weil es sind immer noch die alten Pläne, die verfolgt werden. Man merkt das auch an der Argumentation. Die Bevölkerung soll sozusagen ausgehungert werden und das ist der Grund, weshalb man das Virus verlangsamen will. Es gibt im Internet viele Recherchen dazu, es gibt viele Journalisten und Experten und es ist ein biologischer Kampfstoff, der ja eingesetzt worden ist und dieser lässt sich auch in einer beliebigen kurzen Zeit abschalten. In China hat man das bereits gemacht. Man will jetzt, dass das Virus hier durch Europa durchläuft, eine große Zahl von Toten verursacht. Das ist Absicht. Man könnte es jederzeit stoppen. Man hat das 5G dazu eingesetzt. Man hat im Laufe der Zeit geforscht, dass 5G-Strahlung die Ausbreitung des Virus besonders fördert, den Körper sozusagen sturmreif schießt und das Virus gibt eben dann den letzten Rest. Und die Leute wundern sich dann, warum und wieso. Man muss dazu wissen, dass genau zum Krankheitszeitpunkt in Wuhan das 5G-Netz zugeschaltet worden ist und dass die Krankheitskeime einige Tage davor versprüht wurden. Und deswegen kam es auch zu diesen heftigen Reaktionen, dass die Leute aus den Körperöffnungen geblutet haben. Und die Vögel vom Himmel fielen, also es waren so Zahlen, 160.000 tote Vögel innerhalb von wenigen Stunden. Das hat einfach damit zu tun, weil Vögel keine Bluthirnschranke haben und sozusagen die Giftstoffe, es sind ja Gifte, ja? Also das Virus ist sozusagen ein Gift, was den Wirt veranlasst, eine Krankheit zu produzieren. Das Virus selber ist tot, wird nur transportiert durch Tröpfchen oder durch Kontakt. Und wenn das sich auf den Organismus niederlässt, der Wirt bereit ist, sich darauf einzulassen, dann wird die Krankheit erst produziert, nicht eher. So, das ist der Punkt. Und da zählt es vor allen Dingen daran, dass man eine gesunde Ernährung hat, einen gesunden Gesundheitszustand. Und damit wir nicht in diesen gesunden Gesundheitszustand kommen, hat man bereits in den Jahren 2013 den Codex Alimentarius verabschiedet. Dort drinnen sind Ernährungsvorschriften niedergelegt, die möglichst einen drastischen Verlauf dieser Krankheit fördern. Dazu gehört im Prinzip der Zusatz von Palmöl zu den Nahrungsmitteln. Palmöl ist genau in diesem Moment das absolut Schlechteste, was man essen kann, weil es eben das Coronavirus extrem beschleunigt zur Wirkung bringt. Ebenso gehört dazu Weizen. Also wer sich ja Weißbrot in Größenordnung hingelegt hat, das ist keine Notnahrung. Seht zu, dass ihr nur Zeug esst, was einen geringen Kleberanteil hat. Der Kleber, der in den Weizen drin ist und auch in Getreiden mit einem hohen Kleberanteil, sorgt dafür, dass die Nanopartikel, die in dem, also in den mikroverkapselten Nanopartikel, sich dort einnisten und ihre Wirkung entfalten können. Je dünner diese Schleimschicht ist, desto eher hält das auch ab und desto eher hat der Körper auch die Möglichkeit, gegen Corona sich zu wehren. Und das ist bei jungen Menschen natürlich einfacher wie bei älteren Menschen, die schon eine dicke, fette
Kleberschicht überall haben. Und es führt auch teilweise dazu, dass in den frühen Morgenstunden eine verschlechterte Sehschärfe ist. Und die Chemtrails und auch diese ständige Strahlung mit WLAN begünstigt die Ausbreitung des Virus. Das muss man ganz klar sagen. Und das hat die Bundesregierung gewusst und sie hat den Forschern verboten, außerhalb von der Wärmewirkung der Mikrowellen irgendwas zu forschen. Also Krankheitsverläufe, also zum Beispiel Forschungsprogramme, die untersuchen wollten, inwieweit denn Mikrowellenstrahlung die Ausbreitung von Krankheiten bei Organismen bewirkt, die keine Blut-Hirn-Schranke haben, hat man verboten. So, damit habt ihr eigentlich jetzt mal so ein Wissenspaket. Es ist also geplant, soweit ich die Pläne von 2013 kenne, ich weiß auch nicht alle Details. Ich bin mir aber sicher, dass die Alliierten, insbesondere auch die NSA, eine detaillierte Kenntnis hat von dem, was die Landräte damals beschlossen haben. Und es ist auch gesichert, dass kein Bevölkerungsschutz vorgesehen ist. Ihr müsst ja bedenken, die CDU hat eine Replacement-Migration beschlossen. Und die Leute haben nichts anderes CDU gewählt und damit haben sie die Replacement-Migration gewählt. Und nichts anderes führt die Kanzlerin aus. Sie will die Deutschen gegen Leute aus anderen Staaten austauschen. Das heißt, die Einreisestopps, die da verhängt worden sind, gelten nicht für die ständige Nachholung von islamischen Kämpfern in das Bundesgebiet. Die werden also weiterhin über München nachts eingeflogen, Leipzig und die ganzen Flughäfen. Die werden gezielt aus diesen Kampfgebieten eingesammelt und mit militärischer Organisation rübergeflogen. Die NSA hat festgestellt, dass in den ausgeteilten Handys eine Software vorinstalliert worden ist, um die Islamisten zentral zu steuern und zu lenken. Darüber ist es möglich, auch Angriffsbefehle zu senden. Die NSA hat ein Programm aufgelegt, wonach jeder aufgefordert ist, sich daran zu beteiligen, der Informatikkenntnisse hat, um den Verschlüsselungsalgorithmus dieser Software zu knacken. Und zwar in möglichst kurzer Zeit, selbst dann, wenn sie geändert worden ist. Und da hat die NSA auf seiner Homepage umfangreiches Lehrmaterial zur Verfügung gestellt, wie man in Systeme und Handys legal einbricht, um eben die Software zu entschlüsseln oder Angriffsszenarien durchzuspielen und hat also so Probeanwendungen zur Verfügung gestellt zum Download. Das ist also für jeden verfügbar. Die eigentliche Kursausbildung ist allerdings nur für Informatiker mit der US-Staatsbürgerschaft möglich. Ja, eine Staatsangehörigkeit haben die ja in den USA auch nicht wirklich, weil die ja auch nicht souverän sind. Also Staatsbürgerschaft. Also US-Citizens. So, die USA unterscheidet sich immer noch zwischen US-Citizen und den Ureinwohnern. Es gibt eine umfangreiche Seite bei der GOP, also Grand Old Party, das ist also die Republikaner. Da wurde in, glaube ich, Pennsylvania mal analysiert, aus welchen Rechtsquellen sich denn das derzeit angewandte Recht zusammensetzt. Also mit ihrer Sozialversicherungskennkarte und der Fahrerlaubnis sind ja gewisse Rechte verbunden und die haben das erforscht und haben also da Erschreckendes festgestellt, dass man also bei jedem kleinster Handlung irgendwelche Verträge implizit eingeht und dass dann nach wenigen Handlungen, dass dann bereits ein Gesetz ist, was in der Regel dazu führt, dass irgendwelche nicht veröffentlichten Verträge durchschlagen. Und viele behaupten eben auch, dass die Freiheitsstatue ein Hohn wäre, weil dieses ganze Land ein Gefängnis ist. Und Donald Trump ist angetreten, diesen ganzen Mist zu beenden und den US-Amerikanern die Freiheit zurückzugeben. Weil auch die NSA hat diese ganzen Rechtsfälle untersucht. Nicht ohne Grund haben die Demokraten dann die Informationen erhalten und haben das nachvollzogen und festgestellt, dass die Angaben korrekt sind. Das hat natürlich hier in Deutschland dazu geführt, dass viele gesagt haben, in der Bundesrepublik bzw. in dem Rechtsgebiet des Deutschen Reiches im Grenzen von 1918 würde auch das Handelsrecht gelten. Diese Annahme ist falsch. Wenn jemand in dieses
in diese Kreise eintritt, dann hat er das freiwillig gemacht mit irgendwelchen Proklamationen oder irgendwelchen seltsamen Schreiben, irgendwelche Rechtsabtretungen gemacht hat, dann ist er selber schuld. Ich habe von Anfang an immer gesagt, lasst euch nicht auf die handelsrechtliche Schiene ziehen. Das ist englisches Seeräuberrecht, da zieht ihr immer den Kürzeren. In so Fällen hat immer der Kapitän in Anführungsstrichen das Sagen. Und wer hier der Kapitän ist, könnt ihr euch vorstellen, das ist die böse alte Frau, die uns seit 2010 das Leben hier zur Hölle macht. Und sie möchte gerne das Handelsrecht, sie darf es aber nicht anwenden, denn sie hat zuallervorderst das deutsche Recht zu gewähren. Unter deutsches Recht wird alles verstanden, was am 27.10.1918 gegolten hat. Das deutsche Recht gilt nicht im Rechtskreis der Weimarer Republik. Die Weimarer Republik ist ein Feindstaat zum Staat und es kann niemals aus einer Rechtssatzung der Weimarer Republik deutsches Recht entstehen. Den Studenten im ersten Semester Jura wird nicht erklärt, wie der Rechtsstillstand zustande kommt, welche Auswirkungen hat und wie er zu definieren ist. Es ist aber klar, dass die Weimarer Republik nicht durch Wahlen, sondern nur durch einen politischen Putsch an die Macht gekommen ist. Und die Frau Merkel hat eben einmal durch ihre Verwandlungsbeziehung, wie ich es schon erwähnt hatte, und dann anderen auch durch die Erklärung vom IGH die Rechtsnachfolge des Nationalsozialismus angetreten und deswegen eine Entrechtung durchgedrückt, die der Gerhard Schröder angefangen hat, indem er nämlich, soweit ich informierte, 2010 dieses STAG eingeführt hat und damit das Rußstag außer Kraft gesetzt hat. Das hätte er aber nicht dürfen, denn dies ist Hochverrat und hätte eigentlich dazu geführt, dass man ihn auf der Stelle stehenden Fußes seiner Immunität entzieht und verhaftet. Und Hochverrat könnt ihr nachlesen im Reich Strafgesetzbuch, was da passiert. Ja, Schröder ist also persönlich verantwortlich dafür, dass hier die Migrantenkrise in der Bundesrepublik durchgegriffen hat. Die Kanzlerin hat diese Rechtsgrundlage dann einfach nur genommen und weiter benutzt. Im Zusammenhang mit dieser illegalen Fälschung des Staatsangehörigkeitsgesetzes ist es auch dazu gekommen, dass die grünen Reisepässe eingesammelt wurden und es nur noch rote gibt, der EU. Die roten Reisepässe sind Reisepässe im Firmenrecht, im Privatrecht. Es ist nicht staatlich. Bei den Grünen handelt es sich auch nicht um ein staatliches Dokument, sondern um eine, wie wollen wir sagen, besatzungsrechtliches Mittel. Ja, die Bundesrepublik war schon immer ein Besatzung, also ein Statut, über ein Besatzungsstatut regiertes besetztes Gebiet. Das hat Obama in Rammstein auch nochmal klargestellt, dass das so ist. Wir wissen das natürlich alle, vielen ist das nicht bekannt. Ich hatte ja letztes Mal in den letzten drei Teilen schon darauf hingewiesen, wie man den Beweis erbringt, indem man einfach einen Bundesrechenschaftsbericht, einen Rechnungsposten, Besatzungskosten sucht. Und wer die einigen tausend Seiten hier durchblättern will, müsste mal so bei Seite 1000 ist das ungefähr, je nachdem, in welchem Umfang der Rechenschaftsbericht ist das dort in dem Bereich zu finden. So, damit ist der Beweis klar, dass wir in einem Besatzungsstatut sind und solange die Besatzung besteht, hat der Besatzer eine Rechte und Pflichten, Schäden von der Zivilbevölkerung abzuwenden. Die Bundeskanzlerin hat vor morgen 19 Uhr eine weitere Ansprache angekündigt, es ist allerdings noch nicht durchgesickert. Und da will sie vermutlich, haben manche Presseagenturen vermutet, eine Ausgangssperre verkünden. Hier muss man aber wissen, Ausgangssperre ist Ländersache. Da fragt man sich, wieso? Entweder der Bund steht da über den Ländern. Na, es ist eben nicht so. Die wirkliche Rechtsetzung ist sogar so, dass der Bürgermeister vor Ort die allerhöchste Instanz ist. So ist das staatlich deutsche Recht organisiert. Und wenn der nicht weiter weiß, dann fragt er seinen Landrat. Und wenn der nicht weiter weiß, fragt der im Bundesrat. Und so ist das geordnet. Und das Grundgesetz hat diese Rechtsordnung des deutschen Staates auf den Kopf gestellt, indem der Bund in die Länder reinregiert und die Länder in die Kommunen reinregieren. Und so ist aber keine Durchsetzung des staatlich-deutschen Rechts möglich. Dass natürlich nicht jeder Bürgermeister sein eigenes Süppchen kochen kann, wenn wir mit einer globalen Krise umgehen, macht erforderlich, dass der Besatzer von seinen Pflichten Gebrauch macht. Und es ist davon auszugehen, dass morgen
also am Mittwoch, 19 Uhr, der Besatzer seine Rechte geltend macht und den Überleitungsvertrag löscht. Die Löschung des Überleitungsvertrags ist die einzige Möglichkeit, die Bundesregierung zu stoppen, weil die Bundesregierung nicht im staatlichen Recht ist, sondern in eben diesem US-Firmenrecht. Und Donald Trump ist das sehr wohl bekannt und er hat, lange bevor er vorhatte, Präsident zu werden, das Szenario eines globalen Defaults bereits durchgerechnet. Er hat also alles auf die Seite gebracht, soll und haben, und hat es verglichen und hat gesehen, dass das Geldsystem, so wie wir es heute kennen, nicht zu halten ist. An eben diesem Tag morgen will die Fed einen letzten Versuch machen, mit 500 Milliarden US-Dollar den absturzgefährdeten Aktienmarkt und den Derivatemarkt etwas zu stabilisieren. Das müsst ihr euch aber so vorstellen, als wenn der Ätna ausbricht und jemand mit einem Zahnputzbecher löschen will. Es ist also davon auszugehen, dass die All-In-Reserve verdampft, weil einfach das Volumen dieser Derivatebörse derartig groß ist, dass es unweigerlich zum Margin Call kommt. Die Frage ist nur, wann er kommt. Kommt er gleich, alleine durch die Geldmengenausweitung, oder kommt er im Laufe der nächsten Woche? Es ist aber nicht davon auszugehen, dass wir hier über Monate reden, sondern der Crash wird von Experten in den nächsten 14 Tagen erwartet. Ihr müsst ja wissen, dass dieser ganze Systemwechsel ja schon länger geplant ist. Wie gesagt, zu mir durchgesickert ist es so im September 2000, dass gewisse Szenarien durchgespielt wurden, wenn es zum Platzen der Blasen am Derivatemarkt kommt. Und ich hatte mich dann mit den Auswirkungen befasst, also Planspiele gemacht, was passiert, wenn dies und dieses passiert. Und bin dann auch sehr schnell dahinter gekommen, wie die Folgen aussehen, wenn eine Bevölkerung 3 Wochen oder 4 Wochen ohne jegliche Versorgung bleibt. Die Größenordnung, die sich da ergibt, sind ungefähr 60 Millionen Tote. Da kommen nicht alle durch Hunger um, sondern ein Großteil auch durch Scharmützel. Und ich hatte schon in den ersten 3 Teilen gesagt, lasst euch nicht darauf ein. Es hat auch nicht lange gedauert, als die Antifa zu Anschlägen aufgerufen hat und Übergriffe auf die behördlichen, ich sag mal vorsichtig, behördlichen Kräfte, die Ausgangssperren sichern. Nicht ohne Grund hat man vor Jahren angefangen, an den Autobahnauffahrten solche Packtaschen einzubauen, wo Kontrollfahrzeuge bequem sich hinstellen können und den Ladenverkehr einfach mal sperren oder einschränken. Das ist bei allen größeren Objekten so, auch bei den Logistikzentren. Also ist alles kein Zufall. Denn man hat ja damals mit diesem Planspiel das wirklich mal für den Ernstfall vorgesehen. Dass die Regierung versorgt ist, ist klar. Die haben alle ihre extra Kontingente und das ist auch alles unterirdisch. Man hat die Bundesrepublik unterlöchert wie ein schwarzer Käse und möchte, dass die Bevölkerung sich selbst überlassen bleibt. Also das heißt, der Islam ist über die Moscheen bewaffnet und steht einer unbewaffneten Bevölkerung gegenüber. Das ist das, was die Kanzlerin verbrochen hat. Und dem können die Alliierten nicht tatenlos zusehen. Deswegen wundert euch nicht, falls diese Woche die Alliierten das Besatzungsstatut aktivieren, indem sie den Überleitungsvertrag löschen. Das ist in eurem Interesse. Das führt dazu, dass alle Risikofaktoren außer Landes geschafft werden. Dass da unschöne Szenen entstehen, lässt sich nicht vermeiden. Aber sollte jemand vorhaben, gegen die Besatzungsmächte oder gegen die Ordnungskräfte, die da eingesetzt werden, oder gegen die von den Alliierten eingesetzten Bürgerwehren handgreiflich zu werden, dann kann ich aus den Plänen zitieren, in denen steht, die werden einfach überwältigt und zu Brei geschlagen. Und zwar ohne Beerdigung. Ich möchte das einfach nur nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Das ist das, was in den Plänen steht. Es ist nicht vorgesehen, Leute, die gegen das Besatzungsstatut aufstehen und Gewalt anwenden, eine Grabstätte auf deutschem Boden zu reservieren, damit eben nicht das Gleiche passiert wie mit dem Kopf von dem Rudolf Hess in den Wunsiedel, was ja über Jahre lang immer wieder zu großen Maschen geführt hat. Und ihr könntet euch sicherlich vorstellen, was dann passiert, wenn
Jeder, der gegen die Ausgangssperre revoltiert und dann zu Tode kommt, wird ein Ehrenmal gesetzt kriegt. Und damit das nicht passiert, hat man das 2013 schon so überlegt, wie das zu machen geht. So, damit ist also die Variable, muss man sich dann um die Verletzten kümmern, schon nicht mehr zur Disposition. Sondern die werden dann einfach im LKW geladen und dann außer Landesgrenzen geschafft. Wie, werde ich jetzt auch nicht debattieren, aber ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was da passiert. Also haltet die Finger ruhig, sorgt vor, hatte ich immer wieder gesagt. Fangt nicht an, irgendwelche Luxusgüter zu horten, sondern kümmert euch in erster Linie ums Überleben. Für euch und eure Kinder und bitte vermeidet Hektik. Das Ganze, was hier abläuft, ist nicht nur eine physische Herausforderung, sondern auch eine psychische. Also es ist nur für Leute durchzustehen, die so ein eisernes, ich sag mal, nervliches Kostüm haben wie ich. Und ich habe jedem gesagt, wenn der Ruhepuls über 80 geht, wird es gefährlich. Ihr müsst wirklich ruhig bleiben. Ihr könnt euch auch nicht auf das Prinzip Hoffnung gründen. Hoffnung wird immer gesagt, Hoffnung und die Liebe und das vergeht alles nicht. Mag schön und gut sein. Ihr müsst die Situation sehen, wie sie ist. Und ohne dass der Puls steigt, ganz nüchtern entscheiden, was ist jetzt und heute zu tun. Ne, was ist nächste Woche, was ist nächstes Jahr, was wird mit meiner Zukunft. Was ist jetzt richtig, was kann ich heute erledigen? Was muss ich noch machen, damit morgen und übermorgen auch alles rund läuft? Und damit soll es sich bewenden lassen. Bitte keine gegenseitigen Vorwürfe. Es gab viele Wissende, die haben ihr Wissen öffentlich zur Verfügung gestellt. Viele haben jahrelang gelacht, haben sich lustig gemacht, haben die Aluhüte benannt. Aber es waren die, die euch hätten rechtzeitig zur Vorsorge anhalten können. Und dann habt ihr euch selber zuzuschreiben, wenn ihr heute nicht vorbereitet seid. Eine ganz klare Ansage. Und ihr braucht euch auch nicht wundern, wenn die Kanzlerin euch anliegt und irgendwas erzählt, dass die Nahrungsversorgung gesichert ist. Die ist nicht gesichert. Wo soll es denn herkommen? Wenn nicht mal die Ernte gewährleistet ist, also dass die jetzt über den Winter schon im Boden befindlichen Kartoffeln rechtzeitig rauskommen und der Spargel, die Ernte nicht geklärt ist, weil einfach keiner mehr sich dem Ansteckungsrisiko aussetzen will. Was soll denn passieren? Wie soll das denn im Herbst aussehen? Was wollen wir denn im Herbst essen? Es könnte sofort alles beendet werden. Wie gesagt, das Virus lässt sich abschalten. Es ist ein biologischer Kampfstoff, für den es bereits Gegenmittel gibt. Man muss keinen Impfstoff entwickeln und eine Impfung würde auch nicht wirklich nützen. Jede Impfung hat Schadstoffe. Ihr braucht euch bloß mal den Codex Alimentarius durchlesen und dort steht drin, dass die Bevölkerungsreduktion durch die Impfung passiert. Das heißt, wenn ihr euch gegen Corona impfen lässt, kann ich euch eine 50-50-Chance einräumen, dass ihr dann abkratzt. Also lasst davon die Finger. Eine Zwangsimpfung, da ist die Frage, ob man sich wirklich mit allen Mitteln wehren sollte. Aber ich rate von jeglicher Impfung ab. Sagst warum? Weil es gibt keine Impfstoffentwicklung innerhalb so kurzer Zeit. Wenn es einen Impfstoff wirklich geben soll, gegen was soll denn da helfen? Virus heißt Gift. Um das Gift zu neutralisieren, bräuchte man einen Stoff, der das Gift vergiftet. Ja, und dass ihr da einen kürzeren zieht, könnt ihr euch ja vorstellen. Virus ist kein Lebewesen. Virus ist eine Atomstruktur, die einen Wirt dazu veranlasst, eine Krankheit zu produzieren. Und wenn ihr jetzt noch zusätzlich irgendwelche anderen Chemikalien drauf gibt, bleibt die erste auch wirklich erstmal erhalten. Es hängt von der Entscheidung des Wirtes ab, ob er eine Krankheit draus machen will oder nicht. Das ist alles. Und deswegen gibt es für verschiedene Viren eben auch keine Impfstoffe. Wird es nicht geben. Na, weil die einfach auf den Körper trifft und der Körper dann anfängt, sich verpflichtet zu fühlen, genau das zu produzieren. Das ist aber künstlich designt. Es gibt dazu auch eine größere Abhandlung und die beweist, dass dem Robert-Koch-Institut nicht zu trauen ist. Und es hat eine lange Geschichte, die bis in die Kolonialkriege zwischen England und dem Deutschen Reich zurückgeht, wo man versucht hat, mit Impfungen Soldaten umzubringen.
Und die Engländer haben sich dann ein paar Jahre später gerächt, auf ihre Weise. Und eine unrühmliche Rolle hat dieses Robert-Koch-Institut dabei gespielt. Und deswegen denkt erst nach, bevor er irgendwas macht. So, ich denke mal, es war heute der Hammer, was ihr jetzt von mir gehört habt. Ihr könnt das alles im Internet nachlesen. Ich erzähle euch keine Verschwörungstheorien, sondern es ist ein Extrakt dessen, was die Krisenstäbe schon Jahre zuvor geplant hatten. Es ist kein Zufall, dass wir so viele Ausländer hier haben. Das ist bewusst so gemacht. Man wollte sich ein neues Wahlvolk schaffen, ein abhängiges. Und man wollte den IQ auf einen Wert unter 80 drücken. Eben mit möglichst wenig ausgebildeten Leuten, die also ihr ganzes Leben entweder vom Sozialsystem oder von geringen Verdienertätigkeiten abhängigen Leuten. Es war nie geplant, Fachkräfte, also wirkliche Experten aus dem Ausland herzulocken. Im Gegenteil, die haben wir alle mit großer Gewalt aus dem Landes geschafft. Dazu zählen auch Computerexperten aus Indien und aus anderen Staaten. Denen hat man einen riesen Prozess gemacht, wenn sie hier versucht haben, ein Visum zu kriegen oder hier zu studieren. Und andere Leute, die ihre Dokumente in der Flüchtlingsstelle darunter gespielt hat, die hat man hier auf Händen getragen. Und das hängt eben mit diesem Replacement Migration zusammen. Und diejenigen, die das entschlossen haben, die kommen aus dem sogenannten Rat der 300. Das sind 300 Satanisten, die sich zusammengeschlossen haben, diese Welt zu terrorisieren. Das sind alles Multimilliardäre, denen es nicht reicht, dass sie so viel Reichtum haben, sondern die sich daran ergötzen, ein Volk leiden zu sehen. Und zu sehen, dass sie selber das alles verursacht haben. Und diesen Missstand will Trump beenden und wird davon von der NSA unterstützt. Und die sind darauf angewiesen, dass ihr Leute meldet, die hier die Regierungsstrukturen dazu ausnutzen, die Ordnung und Sicherheit im öffentlichen Leben zu untergraben. Die Todeszahlen von Corona liegen weit unter dem einer normalen Grippeepidemie. Da sterben mindestens 100-mal so viel. Das, was hier passiert, ist diese starke angebliche Ansteckungsrate. Jetzt könnt ihr euch überlegen, wenn dieses Virus künstlich designt ist und darauf designt wurde, möglichst lange am Leben zu sein und möglichst sehr ansteckend zu wirken, dann müsst ihr davon ausgehen, dass das so beabsichtigt war und dass es auch verschiedene Stämme gibt. Man hat inzwischen auch zwei Stämme identifiziert. Die einen, die einen relativ leichten Verlauf nehmen und einen Stamm, der etwas aggressiver ist und der zu Blutungen führt. Und wenn dann noch zusätzlich Mikrowellenstrahlung hinzukommt, wird es dann echt kritisch. Und das sind eben die Fälle, die die Intensivstationen belasten können. Nun müsst ihr aber wissen, dass eben gerade diese Stoffe eben durch Drohnen ausgebracht werden, weil man die neueren Formen eben noch nicht mikroverkapselt hatte. Es war einfach nicht möglich. Man hat also diese Forschungsergebnisse mittlerweile von Trump ins Ausland gebracht und dort ist das erstmal so verblieben. Und es war dann auch nicht möglich, ohne dass es groß auffällt, Schwarzgeld zu aktivieren, um die Forschung fortzusetzen, weil die NSA Vorkehrungen getroffen hatte, die Geldströme eben für solche Forschungsprojekte zu überwachen. So, und dann hat man einfach das genommen, was gerade da war. Und das ist der Hintergrund dessen, was in Wuhan passiert ist. In Wuhan gehört nicht ohne Grund einem Bill Gates, der sich auf die Fahne geschrieben hat, eine Bevölkerungsreduktion durchführen zu wollen. Und zwar auf das Maß, was auf den Georgia Guidestones steht. Ihr könnt euch jetzt auf euren eigenen Weg begeben und oder in die Verzweiflung stürzen. Ich würde es nicht machen, sondern ich würde einfach Einigkeit herstellen. Wir haben 2017, wenn ich es noch richtig weiß, eine Organisation gegründet, die sich eben mit diesem Thema befasst und die sagen möchte, diese oder jene Entwicklung wollen wir, diese oder jene Entwicklung wollen wir nicht. Und die sich in dieser Sache einig sind und gemeinsam einen gewissen Standpunkt vertreten,
damit schnell und effizient solche Missstände abgestellt werden. Ihr wisst ja, dass manche Entscheidungen keinen Aufschub bedürfen. Und gerade so eine Sache wie so eine Krise erfordert schnelle Entscheidungen, aber keine überhitzten Entscheidungen. Sondern man muss die Situation analysieren oder man muss einen zeitlichen Vorlauf haben. Und wir haben uns dafür entschieden, einen zeitlichen Vorlauf zu haben. Wir haben also schon 2004 die eventuellen Extremmaßnahmen überlegt. Also was hätte das zur Folge, wenn man dies und jenes tut? Und dieses Material haben wir immer so 10, 12 Seitenweise den Alliierten zugespielt, und zwar immer symmetrisch zu den Russen und zu den US-Amerikanern. Die haben immer beides gleichzeitig gekriegt, dass keiner sagen kann, wir sind bei irgendwelchen Geheimdiensten tätig gewesen, sondern wir sind als Friedensbewegung darauf bedacht, dass jede Regierung sich über die Informationen eine eigene Meinung bildet und dann sagt, das, was die überlegt haben, das passt alles. Oder wir wollen das anders machen, aus irgendwelchen Gründen. Darauf haben wir keinen Einfluss. Da können Leute spotten, ne? Da knietscht halt viel empfohlen, aber es interessiert ja alles. Ne? Wir werden ja sehen, wer am Ende eine bessere Rate erzielt hätte. Ich gehe davon aus, dass ein schnelles Handeln bei einer hohen Ausbreitungsrate effizienter ist. Und die wichtigste Maßnahme ist, die Variablen, die Gefährderpotenziale aus der Landes zu schaffen. Es klingt hart, aber es muss sein. Und wer das nicht versteht und wer das als Rassismus oder sonst was auslegt, der kann ja sich mal seine Todesrate ausrechnen. Sein Alter, sein Gesundheitszustand, wie er jahrelang gelebt hat, was er so an Genussmitteln verzehrt, wie sein Körper schon durch Schleim und irgendwelche anderen Ablagerungen geschädigt sind, wie seine Lymphe aussehen. Und dann kann er mal an der Kurve lang gehen und gucken, wo er bleibt. Und ich für meinen Teil habe vor einigen Jahren entschieden, dass ich auf ungesunde Nahrungsmittel weitgehend verzichte. Und erinnert euch bitte dran, was hat man jahrelang gepredigt? Fette sind schlecht und keine Fette und nur Diät und dann keine Milch und den ganzen Zinnober. Und wer das gemacht hat, hat die besten Chancen, vom ersten als Erster vom Virus vernascht zu werden, weil es nämlich genau die Dinge sind, die die Ausbreitung des Virus erheblich dämpfen. Ohne ordentliche Fettaufnahme, damit meine ich natürliche Fette, keine künstlich geerdeten Fette, machen es dem Virus besonders schwierig, sich einzunisten. Wer also Diät lebt und immer nur Leitprodukte verzehrt, hat eine gute Chance, vom Virus als Erster vernascht zu werden. Deswegen hört oft mit dem Mist. Nutzt Nahrungsmittel so gut wie es geht, so wie sie sind. Ich würde sagen, 75% Rohkost ist gut. Und dann gehört Ei dazu und gehört auch Fleisch dazu. Nicht übermäßig, aber es muss ein gewisser Anteil von allem dabei sein. Ich nenne das Mischkost. Und damit habt ihr sehr gute Chancen, diese Infektionen zu bekämpfen. Die Todesrate ist bei so einer Ernährung unter 1%. Ja, und ein Durchschnittsmensch, der sich mit Fastfood und mit veganem Zeug oder mit anderen ernährt, das grundsätzlich ungesund ist, da hat er dann deutlich schlechtere. Und die Leute verderben eben die Statistik. Ja, die liegen dann so im 10% Bereich oder drüber. Also bitte hört auf mit diesem ganzen Diätquatsch. Lasst alles weg, wo irgendwie Nestle die Finger drin hatte, weil die seit Jahren daran geforscht haben und Befürworter des Codex Alimentarius sind. Ich habe Kaufland ungefähr vor einem halben Jahr gefragt, ob sie die Maßregelungen des Codex Alimentarius umsetzen. Ich habe bis heute noch keine Antwort. Also kann man davon ausgehen, dass sie es machen und nicht zugeben. Weil es wäre ja was Gutes, wenn sie sich dagegen stemmen. Und es ist dann kein Zufall, dass Kaufland besonders lange offen bleibt. So, also da wisst ihr Bescheid. So, also wenn es nicht sein muss, verzichtet auf unnötiges WLAN, bringt den Störlevel in eurer Wohnung auf möglichst niedriges Maß. Was mit Funk ist, möglichst nicht betreiben. Es sei denn, ihr müsst euer Funkgerät mal anwerfen, damit ihr die Notkommunikation auf den Weg erbringt. Aber dann seid bitte so schlau, dass ihr dort ein langes Kabel ranmacht und die Antenne wenigstens 10 Meter weg ist. Einfach, damit die Feldstärke weit genug abgeklungen ist. Die klingt mit dem Faktor 1 durch Radius zur dritten Potenz ab. Das heißt, jeder Meter ist ein wirklicher Gewinn. So, je länger das Kabel ist, desto besser. Am besten habt ihr die Antenne weit auf dem Dachboden und begnügt euch mit den 5 Watt.
kommt nicht in die Versuchung, dort einen Nachbrenner anzumachen. Es muss reichen. So, wenn jetzt sollte noch irgendwas noch nachzureichen sind, würde ich das dann in einem weiteren Teil machen. Ich denke mal, dass das heute erstmal für die meisten genug ist. Bitte gebt euch nicht in eine Depression. Besorgt euch was Angenehmes zu lesen, keine billig- und Trivialliteratur, irgendwas, was den Geist bildet. Es ist wichtig, dass man sich nicht dem Trübsinn hingibt, sondern dass man sich bildet. Es gibt genug alternative Medien, die immer noch erreichbar sind. Hört dorthin und lasst den ganzen Propagandaquatsch von ARD und ZDF sein. Es ist einfach nur von früh bis abends Lüge, ärgerlich und kontraproduktiv. Es gibt genug soziale Medien und Foren, wo ihr Gleichgesinnte finden könnt. Und ihr könnt eure Sperrliste entsprechend auf Stand bringen, wenn ihr merkt, dass irgendwelche Leute also absichtlich Falschdarstellungen oder ja, Propaganda machen, dann tut ihr die einfach sperren. Und so kommt ihr dann schrittweise auch zu den Leuten, die euch wirkliche Wahrheiten vermitteln, die Journalisten oder die ja, Sicherheitsaufgaben haben, aber eben keine Schlapphüte sind in dem Sinne oder irgendwelche Systemlinge, sondern die an entscheidenden Stellen, THW, Feuerwehr oder irgend sowas zu tun haben. Ich war ja früher auch mal in der Feuerwehr, ich habe leider aus mehreren Gründen nicht mehr lange da mitgemacht. Ich darf auch nicht so schwer heben, das war Feuerwehr, muss man dann natürlich ein bisschen fit sein, aber ich kann es noch. Wenn es erforderlich ist, kann man mich auch da in Anspruch nehmen. So, gut. Ich habe also auch ein knappes Jahr in der Altenpflege gearbeitet. Ich weiß, wie es zugeht, wenn es zu einem wirklichen Notfall kommt, wenn plötzlich keine Krankenschwestern mehr da sind. Ich habe es in früheren Videos schon einmal gesagt, was da passiert. War ja zur Grenzöffnung. Sind ja dann die ganzen Krankenschwestern aus den Krankenhäusern verschwunden und nach West-Berlin rüber, wo sie also fürs zehnfache Geld gearbeitet haben, die gleiche Arbeit machen mussten, teilweise unter besseren Bedingungen. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass eine Krankenschwester, die unzumutbaren Dienst macht und einer hohen Ansteckungsgefahr ausgesetzt ist, ihren Dienst dann auch ganz schnell hinhaut. Und das kann zu einem sozialen Versorgungsnotstand auswachsen, der nicht mehr beherrscht werden kann. Jetzt hat man natürlich überlegt, die Krankenschwester mit der Polizei abzuholen, wenn sie sich weigern, der Arbeit nachzugehen. Und da wisst ihr, dass es hier brennt in dem System. Wie lange das noch gehen soll, weiß ich nicht. Das Klügste wäre, die Frau Merkel würde ihr Amt niederlegen, die Regierung entlassen und sie würden die Militärs in die Regierung setzen. Ich hoffe, dass das die Woche noch passiert. Damit könnte man den größten Unfug beenden. Diese neue, wir machen alles transparent, Masche ist nur allerübelste Propaganda. Es hat nichts mit irgendwelchen Wahrheiten oder mit wirklicher Information der Bevölkerung zu tun. Kein Wort wurde darüber verloren, dass diese ganze Corona-Geschichte ausschließlich dazu gedient hat, um diesen Systemcrash wegen der Derivateblase zu kaschieren. Ja? Also man schiebt das Virus vor, um die eigenen Folgen der unkontrollierten Geldmengenausweitung zu kaschieren. Das ist das Üble. Man schiebt es dem Virus in die Schuhe, der für die ganzen Missetaten der EZB und der Fed überhaupt nichts kann. Und der nur dazu entwickelt worden ist, Chaos zu verursachen. Was die Schäden im Finanzsystem übertünchen soll. Und deswegen opfert man eure Arbeitsplätze und deswegen opfert man eure persönlichen Freiheiten und deswegen leistet sich die Regierung zunehmend Luxus. Das ist das, was wir haben. Und das gehört geändert. Und wenn ihr da mitmachen wollt, dann könnt ihr, seid ihr herzlich eingeladen. Aber bitte fangt nicht an, euch wegen 3-4 Euro Mitgliedsbeitrag in die Haare zu kriegen. Es gab wirklich Leute, die haben also Dinger abgezogen, ich kann euch sagen, wegen eben diesen paar Euros Betrug gemacht. Und ich brauche für meine Arbeit im Monat ungefähr 500 Euro. Wenn ich die habe, kann ich wieder genauso arbeiten wie damals, wo ich mit der Live-Sendung angefangen habe. Wo ich live mit dem Backscreen da hinten und den Live-Schaltungen gearbeitet habe. Das haben einige ausgenutzt, haben mich übelst beleidigt. Und dann habe ich die Arbeit in dieser Form eingestellt. Vor allen Dingen, weil eben die Grundversorgung mit den Betriebskosten, die das nun mal mit sich bringt, wenn man so ein Studio betreibt,
ich das also heute in der Form nicht mehr machen kann und das auf geringstmöglichen Aufwand.